Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Neo. Wir sind in einer Hauptmission und da vorne ist ein verdammter Bogenschütze. Was der für eine Reaktion hat, ne? Teilweise, das ist schon unmenschlich. Was wir gemacht haben, ich war etwas dumm. Der hat uns nicht bemerkt. Boah, wie schnell er schießt. Das ist ein Ninja. Gib ihm. Sehr schön. Wir sind hier runtergesprungen. Sind dann da unten reingerannt. Und da war ein Bossfight. Ich denke, diesmal werden wir das versuchen zu vermeiden erstmal. Ich möchte mich erstmal hier umsehen. Ich habe auch eine Beschwörerkerze verwendet, um das Amrita wieder zurückzuholen. Ich habe das Gefühl, wir haben hier noch einiges vor uns. Der Boss war ein bisschen strange. Eigentlich ist es ein Mensch. Plötzlich konnte man ihn aber nicht mehr unterbrechen. Verstehe dann teilweise nicht, wieso. Das scheint irgendwas Größeres zu sein. Wir buffen uns hier lieber sicherheitshalber. Das hier noch. Und machen uns voll. Und dann gucken wir, was wir hier haben. Ist denn das wieder einer von denen? Was? Der schießt durch die Wand? Ach komm schon. Spiel. Wir können auch nicht durch die Wand schießen. Das ist unfair. Ich glaube. Okay, da ist noch ein Gegner. Das ist ein Ninja. Ich glaube, wir müssen die alle ausschalten. Weil. Oh, da ist noch einer. Mann, wie viele Gegner es hier gibt. Ich hoffe, ich muss sie nicht alle vor jedem Boss-Try wieder ausschalten, sonst wäre es ein bisschen ätzend. Da unten ist, das ist der Boss-Raum. Wir haben da oben nochmal ein Yokai Realm. Ich habe das Gefühl, wir müssen die alle ausschalten, dass sie sonst in den Bosskampf mit eingreifen. Was die Sache ein bisschen ungemütlicher macht. Wäre wahrscheinlich interessant für einen Challenge Run, die alle am Leben zu lassen. Ich vermute mal, so ist das irgendwie gemeint. Okay, dann heißt es jetzt. Moment mal, hier waren auch noch zwei Knilche, oder? Wegmachen, sicher, sicher. Ich werde mir den einen Schutztalisman aufsparen. Für den Bossfight. Weil ich habe die Befürchtung, dass wenn wir sterben, sind natürlich die ganzen Typen wieder da. Und guckt mal an, worauf die zielen. Ja, wenn die respawnen, wird der Bosskampf ungemütlich. So viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen. So, erstmal hier ein bisschen aufräumen. Der Bosskampf selber schien mir jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich schwierig zu sein. Aber wie gesagt, das kann trüben. Es kann durchaus auch eine zweite Phase geben. Da müssen wir dann. Müssen wir dann ein bisschen aufpassen. So, da haben wir einen Ninja. Können wir den pullen? Hallo. Ich hasse die Kusarigama-Typen. Komm hier rein. Paar Fanny aus der Hölle wieder, ne? Ja, jetzt hast du es geschafft. Ich bin stolz auf dich. So, der ist down. Wo ist das
Yokai Realm ist auf der anderen Seite. Haben wir noch einen Gegner? Shit. Okay, er kommt einigermaßen her. Na komm. Nicht schießen. Normal kämpfen. Das. Wie krassen Schaden der hat macht, ne? Jetzt hier zu looten ist keine gute Idee. Was? Ach nee, jetzt hier zu sterben, das war dumm. Das war super dumm. Ich muss wahrscheinlich alle Typen nochmal wegmachen. Wahrscheinlich. So, wir gehen hier rein. Machen jetzt mal ihn weg. Ja, auf der anderen Seite sind natürlich jetzt auch noch Typen, aber ich möchte mich erstmal um diesen Turm hier kümmern. Hier haben wir logischerweise erstmal auch wieder den Ninja. Der ist auch respawned. Und will leider auch mitmischen. Die Sau. Scheiße. Was? Die Reaktion. Na komm, schieß. Okay. Das war hoffentlich dein letzter Schuss. Was zum Geier geht mit ihm? So, wir buffen uns mal das hier. Buffen uns alles. Dann machen wir den Typen einfach platt hier. Keine Ahnung, warum das vorhin so ein Problem war. Wahrscheinlich, weil wir einfach viel weniger Damage gemacht haben ohne die ganzen Buffs. Okay. Ich will mal was ausprobieren. Auf der anderen Seite sind jetzt noch normale Ninjas und Schützen am Leben. Das lasse ich jetzt mal so. Wir gehen jetzt nochmal zum Boss und gucken, ob es irgendwie eine Einmischung gibt. Den Typen können wir erledigen. Hier sind noch zwei. Ach. Wisst ihr was? Der andere ist nicht respawned. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Das hier können wir nicht öffnen. Ich gehe mit vollen HP da rein. Am Anfang kann man ihn stunnen auf jeden Fall. Heißt, ich werde mir Blutbar buffen, Feuer, das da und das da. Und dann gucken wir mal, ob jetzt irgendjemand das Gefühl hat, er müsste sich hier einmischen. Das Gute ist, wir können einfach ein bisschen neben ihm stehen. Und die Schwerter machen passiv ein bisschen Schaden.
Wenn wir treffen, dann machen wir ordentlich Schaden. Lootbar sei Dank. Jetzt hat er sich irgendwie regeneriert. Oh. Ich glaube, jetzt kann man ihn nicht mehr stunnen. Weiß nicht, ob das wegen an seinem Buff liegt. Oder nicht. Der hat gesessen. Ich glaube, wenn er eine Bombe geworfen hat, kann man ihn gut punishen. Oder wenn er gerade dabei ist, eine Bombe zu werfen. Okay, da kommen noch mehr Buffs. Vielleicht sollten wir uns auch mal wieder buffen. Er ist relativ... What? Jetzt trifft uns wieder irgendwas und wir sind verlangsamt. Scheiße. Okay. Ich denke, wir... Was zur Hölle? Ich war meilenweit entfernt. Was trifft uns da? Wahrscheinlich ist es der eine Bogenschütze, den wir am Leben gelassen haben. So, seine Debuffs sind weg. Allerdings nicht für lange. Ich glaube, das ist erhöhte Ausdauerregeneration. Ha. Guckt euch mal an, wie langsam wir sind. Aber es... Ja, er bufft sich wieder. Stein. Auch interessant. Dann geben wir ihm mal das da. Und buffen uns Schutz. Und schon wieder die Verlangsamung drauf. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, woher die kommt. Wahrscheinlich wird der Typ auch den Schlüssel droppen. Was können wir knicken, so irgendwie was zu machen, solange wir verlangsamt sind. Okay, merke fürs nächste Mal alle Schützen wegmachen. Ist mühsam und ätzend. Hallo? Ich heile mich mal kurz. Sicher, sicher. Was? Schon wieder die Verlangsamung drauf? Das ist instant. Das ist nicht mal der Slot-Debuff, das ist irgendwas anderes. Er schmeißt jetzt die ganze Zeit mit so einem scheiß Zeug in der Gegend rum. Kommt der Debuff wieder? Kannst du mal weggehen, du scheiß Debuff? So, jetzt. Jetzt bin ich wieder schnell. Okay, das war ein bisschen... Jetzt kommt das wieder. Hauen wir ihm das hier rauf. Er ist sehr ätzend, der Gegner. Muss auch aufpassen, dass ich hier nicht paralysiert werde. Ich glaube, wir brauchen auch mal wieder einen Buff. Was zur Hölle hat mich da wieder getroffen? Scheiße! Wieder verlangsamt. Hä?
Ich verstehe es nicht. Ich werde mal den Einsiedler buffen. Ich will nicht zu Tode gekombot werden. Ich kann so nicht kämpfen. Keine Chance. Ich muss mich mal heilen. Sehe ich gerade. Er trifft mich die ganze Zeit. Ach komm, lauf aus, du scheiß Buff, jetzt. Was? Ah, man kann ihn nicht stunnen. Man kann ihn nie richtig stunnen. Ah, das ist wieder ein ganz ätzender Kampf, wenn man jedes Mal, wenn man stirbt, wieder die ganzen Knilche wegmachen muss. Oh, das ist nicht gut designt. Also, wenn das jetzt das ist, was ich vermute. Und was anderes kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich meine, es dauert nicht so lange, aber... Nö. Ich weiß... Also ich nehme an, dass der Verlangsamungs-Debuff ist. Hä? Warum ist hier... niemand gespawnt? Sehr merkwürdig. Auf diesem Turm ist niemand. Respawnen die Ninjas nicht? Vielleicht sollte ich für ihn auch fast eher die hohe Stance. Warum konnte ich den jetzt wieder nicht unterbrechen? Was... Ich verstehe es nicht. Was zur Hölle ist hier los? Ich weiß nicht, ob es hier sowas wie Poise gibt. Wenn ja, dann ist mir die Funktion... In der Regel ist er... Das ist ein ganz normaler Gegner. Vielleicht, weil er gebufft war? Kann das sein? Aber er hatte keinen Einsiedler drauf. Er müsste... Ich weiß es nicht. Ist hier niemand respawned? Tatsächlich nicht. Auf der anderen Seite... ist... glaube ich, einer. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir gleich gucken. Hier ist auf jeden Fall keiner. Ich weiß nicht, warum der Typ vorhin nicht gestunt war. Das stört mich massiv. Seht ihr? Aktuell. Kein Problem. Stunlock. Jetzt auch wieder. Die sind tot. Die respawnen auch nicht. Okay. Hier ist auch alles weg. Gucken wir noch hier oben. Hier müsste einer sein. Weil ich habe das Gefühl, irgendwas hat in den Kampf eingegriffen. Ne, hier ist auch niemand. Ich verstehe es nicht. Was habe ich übersehen? Moment mal, wir gehen nochmal kurz hoch. Ich will... gucken, ob ich irgendwas sonst noch sehe. Ich meine, es sind ja jetzt nicht nur... Wir haben 4 gesamthaft weggemacht. Sehe ich irgendwo einen Gegner? Da drüben waren wir, glaube ich. Da waren wir, glaube ich, auch. Die da vielleicht... Schwer zu sagen. Wir gucken nochmal. Wenn wieder irgendwie... Ich habe das Gefühl, irgendwas greift in den Kampf ein. Aber ich bin mir nicht sicher genau was. So. Blue Buff. Das da... Der Anfang ist ja relativ simpel eigentlich.
draufhauen, bis nicht mehr geht. Ne, es ist wieder, es ist irgendwas verlangsamt mich. Verdammt! Was ist das denn? Da ist auch eine Tür. Ah, shit. Können wir die öffnen? Scheint verschlossen, okay. Vielleicht muss ich einfach lernen, mit dem Verlangsamungsbuff zu kämpfen. Ich weiß nicht, vielleicht gehört das hier dazu. Eins, zwei. Also er hat momentan zumindest keine Buffs drauf. Das heißt, ich glaube, das heißt, wir können ihn unterbrechen. Okay. Und jetzt fängt er an, ich weiß nicht, von wo das kommt. Ich weiß es nicht. Und er... Ich weiß auch nicht, was das genau macht. Abgesehen davon, dass ich verlangsamt bin. Oh, das war schlecht. Kurz heilen. Ich kann ihn nicht unterbrechen. Geht nicht mehr. Obwohl, er hat keinen Buff drauf. Ich verstehe es nicht. Ah, das war... Schon wieder verlangsamt. Dieses rote Zeug, irgendwelche Pfeile. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Hier hinter dieser Tür ist der Penner. Hier kommen wir auch nicht durch. Ich weiß nicht, woher dieser verdammte Debuff kommt. Ich glaube nicht, dass er den macht. Zumindest wird er nicht telegrafiert. Was also bleibt übrig? Das Gebiet da. Vielleicht. Ja. Das Gebiet. Wir gucken mal da. Ich weiß nicht, ob es das Rätsels Lösung ist. Aber irgendwas ist an diesem Kampf übelst faul. Oh. Oh oh. Irgendwas. Stinkt zum Himmel bei diesem Bosskampf. Der trifft mich auch immer wieder. Ich meine, es ist grundsätzlich auch dumm, in einen Bosskampf reinzurennen, ohne tatsächlich alles andere abgesucht zu haben. Das heißt, wir wären jetzt wirklich... Erstmal auf die Typen hier losgehen. Okay, das sind beides. Das sind beides Yokai. Vielleicht können wir die ein bisschen baiten hier. Shit. Okay, das war dumm.
Ich merke gerade, ich werde unvorsichtig. Ich rushe. Das heißt, es ist Zeit für eine kurze Pause. Und ich werde demnach hier erstmal die Episode beenden. Und dann sehen wir uns dann hier hoffentlich gleich wieder. Zur nächsten Episode würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.